Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland spitzt sich immer gefährlicher zu. Mittlerweile geht die NATO von einem vollständigen russischen Angriff auf das Nachbarland aus. Bei einem Besuch der Front im Donbass geriet die Abordnung des ukrainischen Innenministers Denis Monastirsky unter Granatenbeschuss. Der Vorfall ereignete sich nahe der Ortschaft Nowoluhanske an der sogenannten Kontaktlinie, wo sich die ukrainische Armee und prorussische Separatisten gegenüberstehen. Unmittelbar zuvor hatte der Minister internationalen Medien ein Interview gegeben. In dem Konfliktgebiet verzeichnete die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa allein am Samstag 1500 Verstöße gegen die geltende Waffenruhe. Das ist ein Höchststand in diesem Jahr. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen vom jüngsten Großmanöver des Militärs. Ziel sei es, die strategischen Nuklearwaffen auf ihre Zuverlässigkeit zu testen. Zudem sei eine Hyperschallrakete vom Typ Kinschal erfolgreich getestet worden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte im Namen der EU die Bombardierungen ziviler Gebiete. Borrell drängte den Kreml zur Deeskalation. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz für mehr internationale Unterstützung seines Landes geworben. Ich weiß nicht, was der russische Präsident will. Aus diesem Grund schlage ich ein Treffen vor. Tausende Zivilisten haben nach entsprechenden Aufrufen von Separatistenanführern bereits die Konfliktregion in der Ostukraine verlassen. Seit Freitagabend werden Menschen überwiegend in die südrussische Region Rostow am Asowschen Meer gebracht, wo Übergangsunterkünfte bereitstehen. Die Behörden in Rostow riefen wegen des Zustroms der Menschen den Notstand aus.